gratulieren. Happy Agamaisha. Kennen Sie mich noch? Ja. Ah ja, wir kennen uns noch. Wir haben uns schon ein paar Mal gesehen. Jetzt immer ja. In gleicher Besetzung. Ja, ich kenne dich. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Danke. Zu dem schönen Ehrentag. Schön, dass Sie immer noch so fröhlich aussehen wie jedes Jahr. Ja. Ich wünsche Ihnen Gesundheit und dass es Ihnen selber gut geht. Danke schön. Ich habe ein bisschen was für Sie mitgebracht. Rosen, keine rote, aber ich hoffe, die fallen Ihnen. Oh, müssen wir noch ein Wesen einstellen? Ja, das machen wir nicht. Da habe ich noch rote Rose. Rote, das ist von Ihrem. Rote Rose schenkt man nur unter Liebenden, aber ich bin da verheiratet. Keine rote Rose, Herr. Ich auch. Ich auch. Da habe ich noch ein bisschen was dabei für Sie. Da habe ich so ein schönes Porzellanhäsle mit dem Adelsheimer Warenmännle drauf. Ja. Das kennen Sie dann. Sich auch in Ihr Zimmer mitnehmen. Gleich. Dann habe ich noch ein Glückwunschkettle. Und dann habe ich noch einen Heimatbrief. Das steht immer, Sie lesen angeblich noch, steht in der Zeitung. Ja. Wisst Sie noch? Da habe ich immer ein bisschen was zu lesen, was in Adelsheim, in Senfeld passiert ist. Das kann ich lesen. Und dann habe ich noch Post für Sie aus Stuttgart. Aha. Dann kriege ich Sie vom Herrn Ministerpräsidenten, der schreibt Ihnen auch. Ja, danke schön. Und zwar schreibt er Ihnen, zum Fest Ihres 100. Geburtstages übermittle ich Ihnen, Frau Josephine Schmiedl, in Adelsheim-Senfeld, meine herzlichen Glückwünsche. Ich freue mich mit Ihnen über Ihren besonderen Ehrentag. Und hoffe, dass Sie ihn bei guter Gesundheit begehen können. Für die Zukunft wünsche ich Ihnen alles Gute, persönliches Wohlergehen und eine gesegnete Dankeschön. Zeit. Dankeschön. Ja, ich sehe es. Früher haben wir Pusch vom Teufel gebracht, jetzt ist es ein Wendinger. Ne? Das ist doch Satan, aber ich bin nicht Satan. Ich verstehe, weil ich bin nicht Satan. Wir machen hier nochmal.